Punkt 3, Punkt 6. Weitere sexuelle Bräuche, Traditionen und Ursprünge der Geschichte. Schon in der Bronzezeit gilt, die Eitelkeit gehört zu Menschen wie Adam und Eva, 936. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, gut auszusehen und schenken ihrem Äußeren viel Aufmerksamkeit, 937. Dass dies die Frauen früher mehr als die Männer taten, zeigt sich in zahllosen Grabfunden, 938. Die Gründe der Frauen, sich herauszuputzen, werden die gleichen wie heute gewesen sein, um Anklang beim männlichen Geschlecht zu finden und um ihre Konkurrenz beim weiblichen Geschlecht zu übertrumpfen, 939. Ebenso gilt für die Sexualität in der Eisenzeit Nordeuropas. Klare Schlüsse über eine so frühe Zeit sind schwierig, da nur wenige Quellen existieren. 940. Im Vordergrund stehen die grundlegenden Mechanismen der menschlichen Fortpflanzung und die zahlreichen wechselnden Stellungen. 941. 942. Allzu oft wird das moderne westliche Verständnis von Sexualität auf die Vergangenheit projiziert und gerechtfertigt, weil die sexuelle Bildersprache des Altertums ihrem heutigen Äquivalent oberflächlich ähnelt. 943. Kunstwerke dieser Zeit verraten schnell, welchem Thema sie sich widmen. 944. Die historischen Bedeutungen, die diesen Handlungen zugeschrieben werden könnten, sind ohne Zahl. 945. Dadurch, dass man gewissermaßen eine irreführend zweidimensionale Sicht auf die antike Sexualität gelten lässt, wertet man bloß einen Prozess der Verlagerung aus, der sich auch in unserer Zeit abspielt, und zwar im Schalenabbild der Pornografie. 946. Ganz gleich, ob als rohe, aber harmlose Fantasievorstellung oder in verfeinerter Form als aufreizendes, erotisches Zelebrieren eines Grundinstinkts der Menschheit. 947. Ist es aber nur eine Fassade frauenfeindlicher Wirklichkeit, von erniedrigender Ausbeutung zu Profitzwecken. 948, 949. Einiges in der prähistorischen sexuellen Bildersprache mag tatsächlich für den Kitzel gemacht worden sein, das meiste jedoch wahrscheinlich nicht. 950. Außerdem muss man bei Kunstdeutungen sehr vorsichtig sein. 951. Die Menschen der Vergangenheit hatten Sex in ziemlich derselben Weise wie wir heute. Wie sie darüber dachten, ist jedoch eine ganz andere Sache. 952. Die Interpretation dieser Figuren ist nicht einfach. Man kann aber zumindest sagen, dass Sexualität in Ritualen dieser Zeit eine Rolle spielte, besonders hinsichtlich der Männer. 953. Metallarbeiten aus dem frühen Italien und Slowenien lassen ebenso einen Zusammenhang zwischen Sex und männlicher Kampfestüchtigkeit vermuten. 954. Einige Darstellungen lassen vermuten, dass jegliches Vergnügen fehlte. 955. Allerdings sollten wir daran denken, dass uns auch hierbei die gefühlsmäßige Bedeutung solcher Szenen verborgen bleibt. 956. Eindeutige Schlussfolgerungen sind leider nicht möglich. 957. Einzig eindeutig ist, dass dem männlichen Glied offenbar eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. 958.
Als zusätzliches Unterhaltungselement dient ein Lied, welches auch im Anhang Musikproduktionen mit dem Unterpunkt 17 und dem Titel Sexy in der Bronzezeit Erwähnung findet. Anhang Musikproduktionen. Punkt 17. Sexy in der Bronzezeit. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Heuristics Inc. mit dem Titel Taking Out the Trash. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das heimt und keimt. Es ist so lange her, so lange her. Keiner kennt einen Augenzeug mehr. Aber wie man schrieb und uns bewies, die Leute hatten sich sehr lieb. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das reibt und keimt. Heute macht es wohl Erstaunen. Damals gab es da kein Braunen. Mann und Frau in tiefer Liebe sahen sich an in seelischer Tiefe. Sexy, sexy in der Bronzezeit. Sexy, sexy, sexy Bronzezeit. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das reibt und keimt. Sexy, sexy in der Bronzezeit. Sexy, sexy, sexy Bronzezeit. Das Herz vereint, was mal getrennt. Jeder ist froh, wenn er die Liebe kennt. Man sollte sie nicht ziehen lassen. Die Bronzezeit hat dies nicht vergessen. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Mann, das reimt und keimt. Sexy, sexy in der Bronzezeit. Sexy, sexy, sexy Bronzezeit. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das treibt und treibt.